So, habe die Ehre benannt. Ich hoffe, es geht euch alles sau gut. Ich grüße euch heute noch hier aus Texas, Dallas, genauer gesagt aus Frisco. Ich bin hier gerade im Rise Gym, im Office, im Headquarter. Ich bin ja beim Noel noch zu Gast, beziehungsweise Hause bei ihm. Und er ist ja in Rise involviert und habe demzufolge hier Zutritt in dieses Privatgym. Und ich habe gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann, nutze ich die Möglichkeit, dass ich euch gewisse Übungstutorials abtrage. Ich bin oft danach gefragt worden. Eigentlich habe ich gedacht, der Markt ist dahingehend in YouTube oder allgemein schon sehr gesättigt, aber ich gehe der Sache gerne nach, weil das, was ist, wo ich in meine 13 Trainingsjahre eigentlich immer die meiste Freude gehabt habe, neue Übungen auszuprobieren und auf mich umzumünzen, zu schauen, funktioniert das mit mir? Ganz nach dem Prinzip, jeder hat ja Schwachstellen und meistens, wenn das nicht genetisch bedingt ist, hat ja eine Schwachstelle immer einen Grund zufolge. Und meistens hat es eben mit einer muskulären Anstellung zu tun. Sprich, die Muscle-Mind-Connection passt eventuell nicht. Und da gibt es vielleicht Übungen. Ja. Man kann ja jeden Muskel mit verschiedenen Übungen ansteuern. Und die Muskel ist letztendlich wurscht, welche Übung du machst. Du musst dir eine Übung finden, mit welcher du den Muskel effektiv gut für dich ansteuern kannst. Und dann spricht da nichts dagegen, wenn du irgendwelche fancy Übungen ausprobierst und durch diese Übung erlernst, diesen Muskel besser zu treffen und besser anzusteuern. Und genau deshalb bin ich jetzt für euch da und möchte euch dahingehend meine Erfahrungen aus den letzten 13 Jahren mitgeben. Heute steht dahingehend Haxen auf dem Plan, ganz gemäß. Und wir fangen an mit einer von meinen Lieblingsübungen, Hassliebe nennen sie das Ganze, und das sind Split Squats. Ich möchte euch heute zwei verschiedene Arten von Split Squats zeigen, die sich im ersten Blick relativ ähneln, aber wenn man das Ganze ein bisschen genauer, detaillierter betrachtet, dann kann man mit der einer Variante mehr den Quadrizeps, die Beinvorderseite, ansteuern. Mit der anderen Variante kriegt man mehr Druck, vor allem in den Gesäßbereich rein, also in den Gesäßmuskeln anschreien. Und die zwei Unterschiede würde ich euch gerne näher bringen. So, ich lege mir jetzt hier so eine Platten hin, in dem Fall so eine Scheibe. Der Abstand zum Boden reicht eigentlich aus. Also ich kann natürlich im folgenden Verlauf, wenn ich mir die Übung ein, zwei Mal gemacht habe, den Abstand erhöhen und schauen, ob ich es gegebenenfalls besser spüre. Aber beim ersten Mal reicht so ein einfacher Plattenabstand von ca. 2-3 cm auf jeden Fall aus. Durch das, dass ich jetzt eine bessere oder aggressere Range of Motion habe, ja, fällt es mir deutlich leichter, dass ich noch mehr Intensität bzw. Fokus in eben den Quadrizeps reinkriege. Ja. Jetzt zeige ich euch das Ganze mehr. Ihr werdet jetzt auch gleich feststellen, was ganz wichtig ist. Du musst bei dieser Bewegung jetzt, genau bei dieser Variante 1 des Split Squats, die ich jetzt zeige, werde ich bei der Bewegung sehr aufrecht sein. Also mein Oberkörper versucht bei der exzentrischen Bewegung, ja, und bei der konzentrischen Bewegung beide Male sehr aufrecht zu sein. Also, ich stelle mich in dem Fall mit dem linken Fuß auf die Platten drauf, gehe rein. Und jetzt sind eigentlich die zwei wichtigsten Faktoren. Die Stange liegt relativ weit oben auf meinem Nacken ab. Das ist wichtig für den Unterschied zur Variante, wo ich mir den Gesäßmuskel beansprucht, die ich gleich im Anschluss zeige. Ja. Und der größte Unterschied ist, bleibt mit dem Oberkörper relativ senkrecht. Ja. Also ich winkel mit dem Oberkörper bei exzentrischen und konzentrischen Bewegungen nicht ab. Also ich gehe runter und ich bleibe relativ aufrecht. Das hintere Bein dient primär nur zur Stabilisation. Ja. Also das war jetzt eine Variante Nummer 1, die mehr den Quad beansprucht. Ja. Jetzt kommt Split Squat Variante Nummer 2, wo wir versuchen, mehr den Gesäßmuskel zu beanspruchen. Diese Platte hat uns auf jeden Fall dazu gedient, dass wir den Stretch intensivieren und die Intensität intensivieren im Quad. Für den Gesäßmuskel brauchen wir eine andere Art von Stretch, deswegen nehmen wir die Platten jetzt weg für diese Übung. Ja. Der nächste entscheidende Faktor ist jetzt, wie setzen wir die Stange an. Deswegen habe ich vorher gesagt, bei der ersten Variante, für den Quad, habe ich die Stange weiter oben angesetzt. Jetzt, für den Gesäßmuskel, setze ich die Stange ein bisschen weiter unten an, weil ich mich bei der Squat-Variante, bei dem Split-Squat, jetzt nicht mehr so aufrecht bewegen möchte, sondern mehr nach vorne lehnen. Das heißt, von dieser Squat-Position, die wir vorher gehabt haben, geht das Ganze jetzt über in diese, wo wir vorn in die Schräge runtergehen, sobald wir den Squat ausführen. Aber das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Ja. Stange weiter unten absetzen, damit ich mich beim Runtergehen, beim Split-Squatten,
statt aufrecht nach unten zu bewegen, bei der exzentrischen Bewegung, leicht schräg nach vorne unten bewege. Warum mache ich das? Weil ich dadurch diesen Gesäßmuskel deutlich mehr stretchen kann. Ja? Durch diese ganze Vorspannung, die ich durch den Oberkörper mitgeneriere. Dann kriegt sie diesen Stretch in den Pumi 3. Ja? Vorher habe ich diese Vorspannung, diesen Stretch, mitunter durch die Platte und durch die aufrechte Haltung generiert. Jetzt generiere ich den Stretch und diese Vorspannung im Gesäßmuskel durch diese Vorbeugung des Oberkörpers. Ja? Dadurch, dass der Gesäßmuskel dadurch mehr gespannt wird. Schritt 1 auf jeden Fall, anstelle dass ich die Stange jetzt hier sitze, setze die Stange hier weiter unten. Also ich spüre sie immer noch, ist immer noch auf dem Trapezmuskel. Das Ganze soll natürlich nie auf die Wirbelsäule liegen, sondern immer auf dem Muskel drauf, ja, damit nichts kaputt geht. So, jetzt muss ich wirklich mich darauf fokussieren, dass ich mit der Ferse drücke, ja, damit ich mich noch mehr auf den Glut fokussieren kann. Ausgangsposition ist dieselbe. Und jetzt beim Runtergehen lehne ich mich wirklich leicht nach vorn und spüre es somit hier wirklich schön im Glut. Also. Quad. Ich möchte wirklich, dass ihr ganz, ganz aufrecht seid. Glut leicht nach vorne lehnen. Quad aufrecht. Glut leicht nach vorne lehnen. Quad, Stange oben, Körperposition aufrecht. Glut, Stange weiter unten, Körperposition, Oberkörper leicht nach vorne lehnen. Ich hoffe, ich habe euch das Ganze verständlich erklären können. Ich meine, es gibt ja verschiedene Gründe oder Aspekte, warum ich gegebenenfalls zu anderen Übungen wie den herkömmlichen Übungen greife. Zum Beispiel Hip Thrust oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall keine Übung, die die Hip Thrust ersetzt. Auf gar keinen Fall. Das war eher eine zusätzliche Übung. Oder wenn man zum Beispiel ja, mal ein bisschen Abwechslung braucht, allgemein im Training. Oder wenn man vielleicht die bisherigen Übungen das Gefühl hat, man spürt sie eventuell nicht so gut. Ja. Vielleicht gibt es ja Übungen, die man macht, wie zum Beispiel sowas, und man spürt erst einmal richtig einen krassen Arsch, einen Glut. Ja, und denkt man so, krass, ich habe gar nicht gewusst, dass man den so spüren kann. Weißt du, Mann? Das ist mein Aha-Effekt immer gewesen, den ich mit so fancy Übungen gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, so, wow, beim Rücken vor allem. Ja. Da denke ich, wow, wie kann man den Rücken so spüren? Hätte ich das nie erwartet, wenn ich es nicht mal probiert hätte. Da hätte ich immer gedacht, dass das, was ich vorher gespürt habe, der maximale Standard ist. Ja, das heißt, das war bei mir immer ein richtiger Wow-Effekt. Und deshalb würde ich euch das gerne auf dem Weg mitgeben. Ja, ich versuche das bei mir immer im Coaching, wenn ich jetzt das Coaching auch dran möchte. Ich bin momentan sowieso ausgebucht. Also das geht jetzt mir gar nicht um, hier irgendwas zu verkaufen, sondern ich versuche, meine Klienten immer beizubringen. Ich sage, hey, wir müssen einfach versuchen, dass wir immer für jeden Muskel entsprechend maximales Muskelgefühl generieren. Und nur weil du denkst, das ist vielleicht schon gut genug, weißt du nicht, dass es nicht noch besser sein kann. Ja? Also immer offen für Neues sein. Auf jeden Fall haben das zwei Varianten, wie zum Beispiel eine Option, wie ich den Quad noch mehr oder anders beanspruchen kann. Und eine Option, wie zum Beispiel eine Split-Squat-Variante, wie ich den Glut noch mehr beanspruchen kann. Alles klar. Das ist auf jeden Fall eine Übung, ja. Die würde ich nie am Anfang machen vom Training. Die würde ich eher so als frühestens dritte, vierte Übung in einer Rotation machen, also an einem Trainingstag, ja. Ich finde, das ist eine sehr beanspruchende Übung, auch für entsprechende Gelenks- und Sehnenstrukturen. Das heißt, auf jeden Fall immer gut aufgewärmt sein, ja. Das ist eine Übung, wo man definitiv sich noch mehr auf die Form fokussieren kann. Klar, jede Übung soll ja entsprechend mit einer richtigen Form ausgeführt sein, aber es gibt natürlich schon Übungen, wo ich ein bisschen scheißen kann und trotzdem einen maximalen Effekt generiere, beziehungsweise wenig Risiko habe, mich zu verletzen. Das ist definitiv nicht eine Übung, wo ich wenig Risiko habe, mich zu verletzen. Die Übung sollte wirklich der Fokus auf einer maximal hundertprozentigen Form liegen. Ja. Ich habe viel zu viele Leute schon gesehen, die sich bei der Übung verletzt haben. Also hier hundertprozentig Form, Gewicht ist sekundär. Ja. Ihr könnt es auch bei der Übung mit einer bestmöglichen Form und anderweitig wirklich maximale Intensität generieren. Alles klar. Also, da hat es mir gefallen, wenn euch sowas taugt. Ich filme sowas gerne ab. Das war halt auch ein bisschen Bewährungsprobe für mich, das allein abzufilmen. Aber ich bin einfach immer so viel unterwegs, dass ich mir das gewohnen muss, weil ich einfach nicht immer einen Kameramann um mich habe. Gebt mir Feedback, wie es euch taugt. Schreibt mir rein, wo sie vielleicht abfilmen soll. Vielleicht gibt es Fragen spezifisch, sonst mache ich einfach mit der Reihe fort. Und ich sage an der Stelle merci. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache jetzt für mich halt auf die Olympia, da freue ich mich schon. Da flog ich ein bisschen mit. Also, hab ich die Ehre.